So, klein Zeitflash in der Aufnahme auch drin. Einfach, weil es so. Ja, wir hatten einen Streamabsturz und deshalb musste ich die Aufnahme auch kurz unterbrechen. Gott sei Dank habe ich ein bisschen einfach weitergespielt. Aber jetzt machen wir einfach weiter. Ich hatte nur von... für die Twitch-Zuschauer von Celebrimbor hatte ich, ich glaube, Kanas gemacht. Beziehungsweise, der hatte so eine Mission, da solltest du auf einen Karagor reiten. Ein bisschen von A nach B. Und das habe ich halt erledigt. So, wo ist jetzt eigentlich... Ja, das Tor wird jetzt erst neu angezeigt, aber wir haben noch gar nicht die Symbole alle gesammelt. Vor allem kann der Internetausfall von vorhin auch meine Schuld gewesen sein. Das hat was damit zu tun, dass ich, damals hat der Techniker so einen... wie nennt man das? DB-Widerstand eingebaut. Hier. Und den habe ich, weggelassen, als ich die Fritzbox angeschlossen habe. Jetzt habe ich den mal wieder zwischengezogen. Kann aber auch sein, dass wirklich Unity Media gerade wieder was testet. Wenigstens hatte ich jetzt die Zeit, mit dem Hund rauszugehen und habe dann wieder ein paar Stunden Zeit. Und konnte mal in die Aufnahme reingucken, die Lokale, und es sieht gut aus. Kann ich mitarbeiten. Weil es ein DB-Widerstand. Oder DB-Verstärker dazwischen. Das kann es auch gewesen sein. Upsala. Ich habe alles verlernt, als ich mit dem Hund draußen war. Das solltest du mit einer Pflanze behandeln. Oh ja, es fällt mir gerade so auf. Es gibt gar nicht mehr wie im ersten Teil. Diese Pflanzen zum Sammeln. Man muss Teil 1, weil gerade die Frage im Chat ist, nicht gespielt haben, um Teil 2 zu spielen, weil am Anfang von Teil 2 bekommt man einen kleinen Rückblick darauf, was in Teil 1 überhaupt passiert ist. Das haben sie echt nett gemacht. Der ist zwar nicht so umfangreich, wie das Spiel eigentlich war, aber das ist schon in Ordnung insgesamt. Wenn ich dran denke, was jetzt, Moment, bevor ich es wieder falsch sage, Deus Ex. Die haben ja einen Rückblick gemacht auf den Teil davor von 80 Milliarden Stunden. Da ist der erstmal einen ganzen, sag ich mal, in Serienlänge einen Teil geguckt. Oh, jetzt sammle die Scheiße ein. Danke. Oh, da ist mein Rache-Ding. Ja, und da müssen wir auf die Brücke. Ich sehe aber schon wo. Teil 1 waren die Sprüche der Häuptlinge besser, finde ich bis jetzt überhaupt nicht. Vor allem ist die Vielfalt der feindlichen Gegner größer. Und auch die Arten. Für Orks ist Grog ein starker Trank für ihre Mägen, aber auch Medizin für ihre Wunden. Und so brennbar, dass er sogar als Treibstoff für ihre Kriegsmaschinen taugt. Wenige Gondoraner wagen ihn zu trinken, aus Angst sich zu benehmen wie Orks. Dennoch lohnt es, ihn zu untersuchen. Baranor hat Ideen zu einem Gift, das in Grog gemischt den stärksten Ork lähmen oder sogar töten kann. So, es gab auch die Frage jetzt, kann man Runen kombinieren, um Stärke zu bekommen? Ja, du kannst schwächere Runen, also ich glaube, es sind immer drei kombinieren, um eine höherstufige zu bekommen. Dieser Grog riecht widerlich.
Doch für einen Uruk ist das Ambrosia. Vielleicht. Letzte Nacht hat Gorn den Hauptmann erwischt und ich höre, niemand will seinen Platz einnehmen. Das ist die Schuld des Grabwandlers. Wer zum Hauptmann... Rug. Oh, das ist der Bade. Die Hauptmänner schwafeln ständig von neuen Waffen für ein neues Zeitalter. Sterb, Mensch, hat nicht alles blass. Gib auf! Na komm, stirb bitte. Ich weiß, könnte hinrichten. Aber ich will das Hinrichten eigentlich gerade ein bisschen aufheben. Naja, aufheben ist vielleicht das falsche Wort dafür. Geht doch. So. Kenn ich eigentlich die Schwächen vom Baden? Nee, nämlich gar nicht. Da hinten ist aber einer mit Informationen. Danke. Furcht vor Hinrichtung. Wirklich? Der hat letztes Mal meine Hinrichtung geblockt. Oh, Rug bewegt sich. Nein, nicht jetzt. Zurück, doch was will er hier? Der Waldläufer will sicher einen Tanz mit mir. Ich stehe noch, das siehst du doch. Aua. Oh, der trifft mich einmal, das ist die Hälfte meiner HP weg. Lass uns gehen!
schreitet zum Angriff. Lass uns singen. Du hast den Tag blutig. Lass uns singen. Nee, jetzt gerade nicht. Geh weg. Ja, toll. Alter! Angriff, Angriff! Reite zum Angriff! Lass ihn nochmal! Wie ein Falke aus der Luft! Bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein! Nein, ich hab zu früh gedrückt. Ich glaube, ich habe noch nie so eine schöne Leiche gesehen. Das ist eine Leiche, in die man sich immer wieder verlieben kann. Ich brauche unbedingt Bodyguards. Moment, wo bin ich gerade? Egal. Der Bade sackt voll ab, ey. Sorry, der sackt mich voll ab. Wir werden eine Armee erschaffen, Verbündete haben. Doch Kankra, sie gehört nicht dazu. Kankra will Sauron ebenso wie wir vernichten. Wir haben zwar nicht den Palantir, doch wir... Aber manchmal klebe ich einfach hier an den Ecken. Geht weg, ich will nur das Symbol holen. Böen! Lass mich raten, das letzte Symbol ist auch in der Festung. Das kann ich erstmal vergessen, da oben hinzugehen. Und dann machen wir uns mal auf dem Weg zum Niemandsland und auf dem... Und holen da auch die Erinnerung der Spinne auf dem Weg. Ich habe zweimal Weg gesagt in einem Satz, glaube ich. Ist auch egal. Warte, ich rieche etwas. So, gucken wir mal, was der Neue kann. Ach, Moment, haben wir den direkt identifiziert? Anscheinend. Wie heißt der? Tarz der Unreine. Ist das überhaupt der Neue? Nee, da. Norsko der Besessene. Oh, lass mich doch einfach ziehen. Nein, ich möchte jetzt auch nicht den Tarz weitersuchen. Ich will zu den dämlichen Spinnending. Und nein, keiner singt hier. Der Arme.
wählt die Spinnengestalt, weil ich im Netz des Schicksals wandeln, seine Fäden weben wollte. Der dunkle Herrscher wählte etwas anderes. Er wählte einen Panzer aus kaltem, dunklem Stahl. Er wurde zu einer Maschine, einer leeren Hülle. Von Anfang an war Sauron ein für den Krieg erschaffenes Wesen. Dann ist es an uns, ihn zu vernichten. Wenn dort ein Flankenträger ist, dann muss da auch ein Gegner sein. Wo ist die Zeit hin, dass wir ihn einfach nur berühren und er stirbt? Dover höchster Schwierigkeitsgrad. Die Angriffe der Ork-Armee bekommen von Ciris Ungol. Kommen von Ciris Ungol. Schließ dich Baranor an und trage den Kampf nach Mordor. Wieso nicht? Baranor, dir sind doch nicht etwa die Orks in der Stadt ausgegangen? Ein paar sind noch übrig, aber wir jagen einen bestimmten. Den letzten Leibwächter des Häuptlings, der die Belagerung anführt. Häuptlinge sind überaus mächtige Orks, die oft von Hauptmännern beschützt werden. In Erfahrung zu bringen, wer den Häuptling beschützt und diesen Beschützer zuerst zu... Moment. In Erfahrung zu bringen, wer den Häuptling beschützt und diesen Beschützer zuerst zu Fall zu bringen, erleichtert den Sieg über den Häuptling um ein Vielfaches. Das Armeemenü zeigt dir, welche Hauptmänner einen Häuptling bewachen. Toll. Ah, geht doch. Die Häuptlinge in diesem Gebiet sind Anführer der Ork-Armee. Indem du einen Häuptling auswählst, kannst du seine Leibwächter anzeigen lassen. Spüre die Leibwächter eines Häuptlings auf und besiege sie, bevor du es mit dem Häuptling selbst aufnimmst. Damit du es leichter hast, ihn zu besiegen, hilft Baranor dabei, diesen Leibwächter zu töten. Wir haben es wohl auf denselben Ork abgesehen. An einen Häuptling gelangt man über seine Leibwächter. Du klingst, als hättest du Erfahrung damit. Mehr als genug. Ich werde dir folgen. Frische Orks sind bald hier. Ja, ich kann Baranor befehlen, dass der Schleichtötung macht. Folge deinen gefallenen Brüdern. Jemand hat den Meuchler getötet. Gies pinkelt! Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Der Angriff auf die Mittelstadt war erfolgreich. Wenn die Bleichhäute das Grauen. Gondor lässt grüßen. Ach, der ist nicht tot. Ich habe gehört, diese Spinnen werden immer dreister, umschwärmen Orks, als seien sie besessen. Das Gejammer von ein paar ängstlichen Maden. Ja, das muss es sein, was? Da bin ich mal gespannt, wie er da hinkommt jetzt. Da ist der KI-Test. Zeig, was du kannst, Baranor. Zeig, dass eine KI existiert. Zeig, dass du ein Sohn Gondors bist. Und kletter wieder runter. Fast. Fast, mein Freund. Soll ich dir zeigen, wie man läuft? Oh, Moment, er hat ihn irgendwie getötet.
Wahrscheinlich mit einer Fernkampfwaffe. Wo kommen die alle her? Die meisten sind Orks, die ihre große Klappe nicht halten konnten. Die anderen sind Orks, die zu schwach waren, um zu kämpfen. Wenn jeder weiß, dass der Grabwandler die Hauptmänner tötet, warum schließen sie sich nicht zusammen und drehen den Spieß um? Warum sollten sie? Der Grabwandler erledigt die Arbeit. Es sind halt Orks. Kommst du hoch, mein Freund? Aber ich glaube, da ist an der linken Seite einer, der guckt auf uns. Für Gondor. Immer kalt hier. Feucht. Sogar draußen ist es, als würde die Kühle aus den Höhen. Wie lange liegt ihr schon hier? Sehr schön, jetzt hat er seine Schleichtötung gemacht. Jetzt können wir den Spuren folgen. Wofür sollten diese Eimer wohl sein? Wenn wir irgendwelchen Spinnen begegnen, dann bleiben wir zusammen. Doch, und wie wir zusammenbleiben in einem schönen, großen Netz. Hör endlich auf damit. Ach, ist das schön. Jeder Spinne, die ich sehe, mache ich Suppe. Zu spät. Letzte Nacht war wieder die Kohle los. Warum zünden wir ihre Hügel nicht einfach an? Letzte Nacht war wieder die Kohle los. Suka. Ist das der Hauptmann, den wir suchen? Witzig, der wird doch nicht aufgedeckt von der KI. Das bedeutet, solange ich verdeckt bleibe, ist er die ultimative Zerstörungswaffe, die ich einsetzen kann. Ah ne, er wird doch aufgedeckt. Endlich! Seid ihr weit ab der Heimat? Arme kleine Bleichhäute. Keine Sorge, bald seid ihr alle tot. Suka. Ach, hör auf. Bam, durch den Kopf. Der kommt nicht wieder. Es tut mir fast leid um den Häuptling, den wir jagen. Ohne seine Leibwächter wird er einsam sein. Er wird ihnen schon sehr bald folgen. Die Sequenz ist stark in dir. Die Häuptlinge von Cirith Ungol führen die Ork-Streitkräfte gegen Minas Ithil an. Ohne ihr Anführer würden die Armeen des dunklen Herrschers in große Unordnung gestürzt werden. Locke die Häuptlinge des Gegners hervor
Besiege sie, indem du einen Konföderationsauftrag ausführst. Soldaten aus Minas Ithil wurden entsandt, um dir beim Kampf gegen diese Häuptlinge zu helfen. Drücke nach rechts, um einen Gefolgsmann aus Gondor an deine Seite zu rufen. Der Häuptling, den Baranor sucht, ist nur einer von vielen. Wir sind bereit, ihre Angriffe auf Minas Ithil fortführen. Dann steht unser Weg fest. Wir müssen sie alle töten. Und du hältst sie durch jeden Konter Macht. Ziel auf einen Grogfass und drücke Y, um es vom Weiten zu vergiften. Ah, das ist das, was ich gesucht habe. A plus B, um einen Gegner schnell zu verzehren. Friere einen Gegner ein, B drücken und lass ihn dann mit einem Klingenhagel. Moment, lass dann einen Klingenhagel auf ihn los. Und wir brauchen die Hilfe Gondors, um es zu tun. Zeit zu gehen. Ja, haut ruhig ab. Ich brauche euch gerade nicht wirklich. Der hat eine schöne Rüstung. Talion, Stufe 10. Der Häuptling ist in der Festung. Wandeln der Geisterwelt, um ihn aufzuspüren, ohne den Alarm auszulösen. Ein Traum. Und was haben wir hier? Pfeilhage, kehre zu Kankra zurück, um mehr über die Gefahren für Minas Ithil zu erfahren. Kankras Visionen werden uns den Weg weisen. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Talion. Oh, hier sind aber ziemlich viele Gegner. Gibst zu viel auf diese Spinne. Sie zeigt dir nur, was sie will. Und was ist es, was du sehen willst? Minas Ithil, unversehrt. Oh, so selbstlos. Ist das alles? Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge, nicht wahr? Zeig mir mein Schicksal mit den Nazgul. Ein gefährlicher Wunschwaldläufer. Auf Vorsehung folgen Qualen. Wir erobern die Stadt im Morgengrauen. Beuge dich deinem Schicksal. Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Kankras Vision ist nicht unveränderlich. Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle.